Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon X. In der letzten Folge waren wir hier in Bartica City gewesen und haben erfolgreich gegen unsere Rivalin und im Kampfhaus gekämpft. Natürlich auch mal ausnahmsweise mit einigen unserer Pokémon in der Kampfbox. Also ihr habt mal ein paar von den Pokémon gesehen, die ich so eventuell in einem CP-Kampf einsetzen könnte. Wir machen es kurz und bündig. Serena hat uns gesagt, ja, der liebe Professor Platan ist an der wunderschönen Sonnenuhr in Fluxia City. Und deswegen würde ich mal sagen, nächste Station, Fluxia City. Alle up! Das kommt mir aber auch eigentlich ganz gelegen. Da ist nämlich, glaube ich, mein Hornlio. Oder? Ja, da ist, glaube ich, noch mein Hornlio. So, es schneit mal wieder in Fluxia City. Hier ist echt immer ungemütliches Wetter. Das muss man auch mal ganz klar und deutlich sagen. Also ich glaube, ich war noch nie in dieser Stadt beim gemütlichen Wetter gewesen. So, wir machen es kurz und bündig. Wir gehen zum Professor, oder? Ne, wir gehen erstmal noch in den Kleidershop. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen noch was einkaufen. Mal gucken, was es hier so Neues gibt. Sag mal, gibt es immer nur die gleichen Sachen? Ah, guck mal, eine weiße Strickmütze. Wird die mir stehen? Mal, Daunenjacke. Oh, das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Es wird ja, meine Damen und Herren, etwas kälter. Also ziehen wir uns prompt etwas Wärmeres an. So, Jacke haben wir ja was Neues bekommen. Warte mal, so, wo bist du denn? So, dich ziehen wir an. Und bei den Jacken wollte ich dann noch, Moment, nicht die Reißverschlussjacke. Wo bist du denn? Daunenjacke rot oder Daunenjacke blau? Ich denke mal, ich ziehe mal die blaue als erstes an. Dann würde ich aber auch noch andere Schuhe gerne anziehen. Ach, das sind Socken. Die man eh nicht sieht, weil ich ja nicht die tollsten Schuhe gerade im Moment an habe. Ach, die kann ich jetzt auch noch kaufen, oder wie? Nee. Doch, keine Ahnung. braun vielleicht. Das passt, glaube ich, ganz gut. Jups. Das können wir so stehen lassen. Die Jeans gefallen mir noch nicht hundertprozentig, aber... ja. Das sieht schon mal definitiv winterlicher aus. Es wird kalt. Es wird wirklich kalt, so kalt wie in dieser wunderbaren Stadt. Und ja, Platan wollte uns wie gesagt sehen, also gehen wir mal flink und geschwind hier hin. Da bist du ja. Warum scheint auf die Sonnenuhr Licht? Hi. Hallo Daniel. Kreuz und quer durch Chaos zu reisen, geht schon ganz schön an die Substanz, nicht wahr? Oh meine Güte, wenn du wüsstest, wie viel Energy Drinks ich bis jetzt getrunken habe, damit ich die ganzen Folgen Pokémon X aufnehmen kann. Ha, Platan, ich glaube, da wärst du schon lange in Ohnmacht gefallen. Ich rechne es dir hoch an, dass du diese Strapazen für mich auf dich nimmst. Ich weiß es, du bist immer noch in meine Mutter verknallt, aber lass es gut sein. Serena hat dir sicherlich schon davon erzählt, dass ich einen Weg gefunden habe, die Kraft des Mega-Rings zu verstärken. Wunderbar, doch zuerst... eine kleine Einführung in das Thema Megasteine. Du fragst dich sicher, wo sie herstammen. Nun, das ist zwar nur eine Vermutung, aber ich nehme an, dass es sich dabei um eine besondere Steine handelt, die vor 3000 Jahren mit den Strahlen der ultimativen Waffe in Berührung gekommen sind. Sie tragen also die Macht der legendären Pokémon Serenas in sich. Das ist zumindest meine Theorie zu den Megasteinen. Okay, und wie entstanden sie dann bitte in Höhen? Stille. Stille. Möglicherweise haben wir es mit einer neuen Form von... natürlich sind es Entwicklungssteine. Also für mich persönlich sind es Entwicklungssteine. Okay, also es sind anscheinend irgendwelche neuen Wellenformen. So ähnlich wie Mikrowellen, Röntgenstrahlen und so weiter. Jeden Abend um 20 Uhr gibt die Sonne von Fluxia City für genau eine Stunde gebündeltes Sonnenlicht ab. Ich guck mal flink auf die Uhr. Oh, 20:08. Oh, ich bin ja pünktlich wie auf die Minute. Seit nunmehr 3000 Jahren... okay, jetzt müssen wir eigentlich schon fast die ganzen Dialoge skippen, damit wir hier mal noch ein paar Megasteinchen abbekommen. So, wie soll das jetzt funktionieren? Oh,
Ich habe das Ding berührt. So, und jetzt? Du wurdest in der Geheimbasis der Energie des legendären Pokémon ausgesetzt und dein Mega-Ring hat das Licht der Sonnenuhr absorbiert. Beide Kräfte sind nun in einem Mega-Ring vereint. Wenn du jetzt in der Nähe eines im Boden versteckten Megasteins kommst, sollte er eine Reaktion zeigen. Allerdings nur, solange die Sonnenuhr gebündelte Strahlen aussendet. Jetzt kannst du durch ganz Kalos nach diesen besonderen... Oh Gott, das ist ja noch schlimmer als mit den versteckten Items. Aber ich habe schon eine prompte Idee, wo ich denn anfangen würde zu suchen, meine Damen und Herren. Es ist ja ein bisschen... Was ist mit euch los? Okay. Das ergibt jedenfalls keinen Sinn. Ich habe aber einige kleine, aber feine Ideen, wo Megasteinchen sein könnten. Und die erste Attacke führt mich merkwürdigerweise, ihr glaubt es kaum, hierhin. So, ich habe eine sehr banale Vermutung. In der Pokémon-Liga, also nicht in der Pokémon-Liga, aber in der Siegestraße, dürfte es doch einige Megasteinchen geben. Da bin ich mir doch relativ sicher. Ach ja. Welche Erinnerungen dieses Gebäude doch erweckt. So, ist hier auch in dem Teich noch irgendwas? Nö. Ach Mann. Das sieht immer noch so herrlich aus. Die schönste Pokémon-Liga, seit es Pokémon gibt. So, Siegestraße. Aber nicht ohne Schutz. Nicht ohne Schutz, meine Damen und Herren. Ich bin ja nie irre. So, das muss jetzt irgendwo... Hä? Das, du bist doch irgendwo oben Schutz, oder? Ja, komm. Wunderbar. Hinab mit uns. So, hier vermute ich jetzt nicht unbedingt ein Megasteinchen. Aber ich habe schon eine prompte Idee, wo eins sein könnte. Das ist eigentlich ziemlich merkwürdig, dass man direkt eine Idee hat, wo ein Megastein sein kann. Aber ich muss noch gehen, noch gehen, noch gehen. So, hier auch noch nicht. So, jetzt hier noch hinab. Oh, jetzt muss ich den Umweg laufen. So, dann fahren wir mal mit dem Fahrrad, weil es ein bisschen schneller geht. So, wenn ich jetzt an der Stelle bin, wo Serena war. Okay. Mist! Ich suche nach einem Megastein und was finde ich? Eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, dass ich einen Panzer Aeron Level 58 finde. Naja, dann... Die schmeißt der Ball hier. Habe ich keinen Flottball? Doch. Dann mach mal hin. Das fangen wir uns mal flink ein. 1, 2, 3 und draußen. 1, 2, 3 und ja, Pech gehabt. Dann werden wir noch ein. Liebes Panzer Aeron, du bist doch so anmutig. Bleib doch in diesem wunderbaren Flottball drin. Okay, du musst mich unbedingt aufregen. So, Pokémon. Meine Güte, immer muss man hier extra Einladungen schreiben. So. So, Luftschnitt. Wir machen Nitroladen, das ist sehr effektiv. Das sollte Panzer Aeron aber einstecken können. So, Initiative steigt. Ich will Panzer Aeron wirklich fangen. Also so schlechtes Pokémon ist das dann doch nicht. Und ich glaube, selten ist es auch noch hier. So, Fliegen hat eigentlich so viel abgezogen, wie ich mir gerade erhofft habe. Ja, jetzt müssen wir leider mit Hyperball weitermachen. Wo bist du denn? Da haben wir noch einen. Komm, bleib drin. Panzer Aeron ist eine Ausnahme. So, dann müssen wir jetzt nochmal... Ich wollte gerade sagen, ich wechsle auf Flammi mit Irrlicht, aber das hat sich erledigt.
Leute! Bleibt drin! Ich hatte doch schon mal so Glück. Vielleicht jetzt auch nochmal? Ich bin verdammter Lacker. Auch in diesem Ball bleibt in letzter Sekunde Panzer Aeron drin. Wunderbar. Meine Güte, also da gehe ich öfters Megasteinchen suchen, wenn mir ein Panzer Aeron entgegengeflogen kommt. Hübsch. Nee, eigentlich wollte ich keinen Spitznamen geben. Das kann man noch nachhinein nachholen. Meine Güte, Panzer Aeron. Aber hier habe ich eigentlich in der Nähe irgendwo einen Megastein vermutet. Hat er nicht irgendwas von Licht absondern gesagt? Ach komm, hier muss doch irgendwas sein. Leute, ist es das, was ich denke? Ich lag mit meiner Vermutung Gold richtig. Wow, und gleich mal einen ziemlich guten Stein. Wow, dann habe ich echt Gold richtig gelegen. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es hier was gab. Und ich bin auch ganz ehrlich, mir fällt prompt eine zweite Stelle ein. Auf der Jagd nach Megasteinchen, so gefällt mir das. So, einmal flink hierher geflogen. Ach ja, in der Kammer der Leere, glaube ich, ist es doch nicht so leer, wie man sich denkt. So, Schwester Joy, einmal mal Bomon flink. Vielen lieben Dank. Hinaus mit dir, mein Freund. Haben jetzt hier vielleicht Hosen im Angebot? Das wäre vielleicht ganz cool. Nö. Wer braucht schon Hosen hier? Meine Güte. Nun gut. Dann gehen wir mal weiter. Nö, erstmal nicht. Ob es vielleicht auch in Gebäuden... Ob es auch in Gebäuden solche Megasteinchen gibt? Boah, ich halte das eigentlich für relativ unwahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber um ehrlich zu sein, kann ich es auch nicht ausschließen. Boah, wenn es noch in Gebäuden Megasteinchen gibt, drehe ich durch. Wahrscheinlich in der Arena, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, es gibt in einer Arena, würde ich sogar sagen, gibt es einen Megastein. Wenn ich jetzt so philosophisch darüber nachdenke, ich glaube, ich könnte mit meiner Theorie sogar recht haben. Das ist ja mal echt krank. Okay, so. Kammer der Leere. Na, wo bist du, Megasteinchen? Ich wusste es doch. Banettonit. Banette. Sehr toll. So, dann haben wir schon zwei Megasteine. Alter, ich bin saugut. Ja, ich glaube, ich bin am Anfang nur saugut und danach finde ich gar keine mehr. Also, mit der Arena... Boah. Och, mein lieber Himmel, wo könnten das sein? Obwohl, wir könnten auch nochmal in Batika City vorbeischauen. Weil das mit der Arena ist schon echt sehr abwegig, also... Ich wage es überhaupt zu bezweifeln, dass es in Gebäuden Megasteine gibt. Gut, dann sind wir jetzt erstmal hier. Vielleicht gibt es ja auch hier irgendwas. Na komm, sondere mal ein Licht ab. Irgendwo, bitte. So, vielleicht noch am Teich irgendwo? Ach, das ist ja dämlich. Jo, dann mach halt nur mal Schutz. Ach, Dan, hier ist ja gar nichts. Okay, dann versuchen wir es eher mit der abwegigen Theorie. Mir fällt nämlich prompt ein, diese... Ach ja, Chromlexia, wo alles explodiert ist, ne? Ne, ich wollte nach Relivera City. Weil da ist diese eine Gesteinsarena, wo wir die ganze Zeit rumklettern mussten. In 50.000 Sackgassen. Und dieser eine Wasserfall, da meine ich mich zu erinnern, da war eigentlich nichts. Warum war da nichts? Da ist so bestimmt irgendein Megastein versteckt.
Ja, gut, dann fahren wir mal dahin. Ich bin mal gespannt, ob ich was finden werde. Also ich vermute einfach mal prompt in dieser, weil es ist auch eine Höhle und das wird irgendwie passen. Also wir gehen jetzt erstmal hier hinten hin und gucken am Wasserfall, ob da so was rumgammelt. Nö. Okay, gut, diese Theorie war absolut scheiße gewesen. Wie bin ich denn jetzt drauf gekommen, bitte? Okay, wir erkunden jetzt einfach mal die Arena, was auch absolut abwegig ist, aber... Meinetwegen. Ich glaube, so allmählich meine Theorie stimmt nicht. Ach Mann, das ist doch saudoof. Aber das müsste ja auch heißen, dass ich als... Nicht euer Ernst! Rückwärtsgang! Ach Mann, ich bin wirklich gut. Wie komme ich nur auf so geniale Ideen? So, schnell den Rückwärtsgang. Alter! Das gibt's nicht. Jetzt muss ich auch noch alle Gebäude abklappern. Also... Okay, aber ist ja auch klar, warum in Gebäuden Megasteine sein können. Denn außer uns sieht sie ja auch niemand. Krank, Tatsache. Da liegt ein Megastein. Und gerade mal der von Despotter. Hm, gut, dann erkunden wir die Arena weiter. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt hier irgendwas noch rumgammeln wird, aber sicher ist sicher. Nicht, dass sie sagt, du hast hier einen dritten Mega und einen vierten Megastein vergessen, du Idiot. Das wäre scheiße. Deswegen erkunden wir die Arena einfach weiter. Ich würde es auch nicht wundern, wenn noch in dieser Stadt irgendwo was rumgammeln würde. So. Hier, so. Allgemein. So, dann einmal hier nur nach oben und dann haben wir alles erkundet und ich denke, wir sollten hier auch nichts finden. Hi, was ist mit dir? Gibt's nochmal ein Rematch? Ach ja, das Kampfschloss. Stimmt. Da können wir eigentlich auch noch ein paar Sachen machen. So, anscheinend gibt es jetzt hier wirklich nichts mehr zu entdecken. Meine Fresse, Tatsache in der Arena. In der Arena, wie scheint da überhaupt Sonnenlicht hin? Schlechtes Wetter übrigens. Vielleicht hier irgendwo auf dem Radweg noch? Ich würde es ja wundern. So. Alter, nee. Gut, aber das heißt, diese Steine, die leuchten überall. Das ist schon mal gut. Selbst in Gebäuden, was absolut chronologisch unlogisch ist. Gourmet, zeig's dem Super Level 14. Nee, heute nicht. Heute nicht, denkt sich Mäh. Wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Weil die Zeit, die schwindet mir und dann muss ich wieder bis morgen warten und die Megasteinchen dann wieder suchen. Das ist ja nicht so toll. So, ich kann mir fast denken, dass es hier nichts mehr gibt. So, jetzt müssen wir natürlich alles in Erwägung ziehen und abklappern. Oh, ich hol mein Skoppel. Das hat keinen Wert. Das ist doch dämlich, oder? Jedes Mal, wenn ich mir an irgendeinem Zerschneiderbaum vorbeikomme, denke ich mir, warum? Warum? Wow. Jo. Vielleicht auf der Bärenfarm. Ha, 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 ha. Yay! Ach, wie schön. Jetzt haben wir... Cool. Die vertrocknen alle. Also hier kann man im Prinzip sich austoben und Beeren anpflanzen. Und sonst anscheinend wohl nirgends. Das ist auch doof. Man kann nur hier Beeren anpflanzen. Ich meine, das ist zwar eine nette Idee, aber... Ja, ich hätte es mir dann doch eher gewünscht, dass man sich vielleicht
ja überall Beeren anpflanzen kann. Ach ja, das wunderbare Schloss, in dem ja nichts drinne war oder so. Nö. Ach, die Pogeflöte, stimmt. Alter, was geht denn hier überhaupt? Nee, nee. Alter, im Schloss, in diesem blöden Schloss. Ich glaub's ja nicht. Hi. Interessant. Relaxo wiegt 460 Kilogramm und hat tatsächlich dieses Gewicht ausgehalten. Also die Brücke hat das Gewicht von Relaxo ausgehalten. Oh nein, nicht Erkältung. Bloß keine Erkältung, das wäre ganz schlimm. Vanitea. Hier in Vanitea, einem sehr ungewöhnlichen Ort, machen wir jetzt einfach mal Schluss. Und ja, es war mir eine Freude, dass ihr wieder mal bei Pokémon X zugesehen habt. Liken und favorisieren natürlich nicht vergessen, sodass eure Freunde hier ebenfalls die Pokémon X-Folge mitverfolgen können. Wow, ich bin tatsächlich auf einige Megasteinchen gestoßen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin vielleicht nur einen. Also mit der Siegestraße war ich mir eigentlich relativ sicher. Aber dass ich dann wirklich so gut gelegen habe, ja. Damit kann ich echt zufrieden sein. Liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal weg und sage bis dann, Servus und ciao, meine lieben Freunde des Pokémon X-Universums. So, hier sind zwei Videos, die für euch sicherlich ganz interessant sind, nämlich Pokémon Schwarz 2, der erste Teil, und wie sollte es anders sein, die Pokémon-Mythen-Reihe mit dem erfolgreichsten Titel, das Lavandia-Syndrom. Einfach auf das jeweilige Symbol draufklicken und schon seid ihr beim jeweiligen Video angelangt.